Das, was ihr gerade gesehen habt, ist der durchschnittliche Spannungsbogen, den man hat bei irgendwelchen, oh, ich habe x-tausend Abonnenten-Videos. Denn entweder kommt man jetzt an und sagt, oh, ich bin der geilste Typ aller Zeiten. Ich habe unendlich viele Abonnenten bekommen. Oder, oh, ihr seid die allerbesten aller Zeiten. Es ist so schön, dass ihr da seid. Und gefühlt ist am Ende des Videos nur unser Greis umgefallen. Und man denkt sich, was ist eigentlich gerade passiert? Wir machen das ein bisschen anders. Und ich verspreche euch ein Feuerwerk der guten Laune und Überraschungen, mit denen ihr garantiert nicht gerechnet habt. Ja, auch du hast nicht damit gerechnet. Außer man hat sich das Thumbnail sehr genau angeschaut. Der Punkt ist nämlich, natürlich sagen wir danke. Danke, dass ihr alle da seid. Danke an alle, die auch jetzt noch abonnieren. 100.000 ist eine riesige Zahl. Ab jetzt würden wir quasi in Deutschland als Großstadt gelistet werden. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Von daher danke an euch. Danke auch natürlich an alle im Team. Danke auch an mich selbst. Jetzt haben wir also genau das gemacht, was man bei so einem 100.000 Abonnenten Video macht. Und dann irgendwann zeigt man noch so ein Playbutton an der Wand hängt. Bei mir, wie gesagt, zwischen den C6 Türpappen. Ole, ole, ole. Viel wichtiger ist doch aber, was trage ich denn zur Feier des Tages? Das ist natürlich Haute Couture. Ich trage immer Haute Couture. Tim, was trage ich hier? Ein Hemd der besonderen Marke. Ja, und ihr seht, es hat eine sehr hohe Qualität, dieses Hemd, wie alle meine Hemden, die ich habe. Und ich habe mich entschieden, ich trage heute zur Feier des Tages die beste Hemdenmarke aller Zeiten. Wie heißt die, Tim? Carranger. Genau, also ich weiß, von dieser Modemarke haben noch nicht so viele gehört, nämlich es gibt diese Modemarke, also Carranger. Und kommt mal mit, ich verkaufe euch da was aus Tims Bauchladen sozusagen. Ihr seht übrigens Tims Autopflege, die sieht so aus, dass wir durch die Waschstraße gefahren sind, aber sein Türausschnitt, ach, das wollte besser nicht sehen und zugemüllt ist auch wieder alles. Und dann, wenn ich hier mal so reingreife, oh, da habe ich direkt ein Hemd in der Hand. Und wenn man da mal so eine Sekunde reinschaut, sieht man, da steht ja Carranger Sportcoupé. Wer kommt denn auf so eine blöde Idee? Das heißt, ihr habt ja alle immer gesagt, oh, ich kann bei euch so ein Shirt kaufen, ich kann bei euch ein Cappy, ein Hoodie kaufen. Das ist doch dasselbe wie bei allen anderen YouTube-Kanälen. Macht doch mal was Cooles, macht doch mal die bunten Hemden, die Alex immer trägt. Genau da ist das Ding sozusagen. Das heißt, wir haben nicht irgendwas irgendwo umlabeln lassen und ja, bitte prägt da doch mal Carranger drauf, sondern das wird für uns exklusiv hergestellt. Das bekommst du sonst nirgends. Deswegen steht ja auch ganz süß, zum können es mal zeigen. Ansonsten musst du ein Bild einblenden. Made in Albania with love oder with heart oder je nachdem, wie man es halt ausdrücken möchte. Und es gibt zwei Passformen, nämlich ein Sportcoupé. Ja, ich weiß, ich bin grenzwertig im Sportcoupé-Bereich. Oder den Kombi, für alle, die es ein bisschen bequemer mögen, die verschiedenen Größen. Und wir haben jetzt zum Start, also kann man das hier so einfach machen? Ich benutze einfach dein Auto mal so ein bisschen. Wir haben zum Start einfach mal ganz flockig, locker 11 verschiedene Designs auch mit dabei. Das heißt, die von euch, die ein bisschen seriöser an der Arbeit unterwegs sind, können weiß tragen. Ja, aber das sagt ja gar nicht Carranger aus. Doch, doch, jedes Hemd hat immer, und das ist halt wirklich gestickt. Und das Tolle ist, das müssen Claudio und ich auch mal noch ein bisschen mehr erzählen. Das heißt, die Geschichte von den Hemden ist eigentlich so, das heißt, da geht jemand für uns los und sagt, das sind Stoffe, dann kaufen wir Stoffe, deswegen sind zum Teil auch Stückzahlen unterschiedlich, weil wir einfach ganze Stoffe aufgekauft haben. Und dann sitzen Näherinnen, ich glaube, es sind tatsächlich auch nur Frauen, und machen exklusiv für uns in Handarbeit in Albanien mit ganz viel Herz und Liebe diese Hemden. Dann kommen sie zu uns und wir verkaufen sie an euch. Das heißt, alle, die mal kommentiert haben, oh, ich will ein Hemd haben. Ja, das ist der Moment, wo du mal zeigen kannst, dass du Cojones hast und kaufst es wirklich. Das heißt ja, für alle, die seriös arbeiten, ist natürlich was dabei. Auch hier für die von euch, die in der Sparkasse unterwegs sind zum Beispiel, die können sowas tragen. Dann, das finde ich auch ganz cool, das hat so eine Art Jeans-Stoff. Das ist also wirklich ganz cool. Perfekt für Hochzeiten. Ja, Tim hat sowas neulich zu einer Hochzeit getragen, also von daher sehr zu empfehlen. Oder dann natürlich auch die Varianten, die ich zum Beispiel trage. Variante, film mich bitte nicht oder du bekommst Augenkrebs. Beziehungsweise ist das ja mehr so, ich sag mal, moderne Kunst mit so ein bisschen optischen Täuschung. Wir blenden den Namen des Künstlers, den ich meinte, jetzt ein. Damit wollte ich mich eben noch so eine Kunde beschäftigen. Ja, und das ist ganz toll. Dann gibt es auch das, was ich hier habe. Wer aber sagt, ich will doch aber kein Rot haben, ich will lieber Gelb haben und so einen Braunton, hat man das hier mit dabei. Hier wollen ein rotes Auto zeigen, na klar, rote Blätter würde ich das Ganze hier mal taufen, haben wir auch mit. Ach, das hatten wir schon, da sehen wir, es gibt verschiedene Größen, hier wieder Sportcoupé in M. Also Tims Bauchladen gibt da echt alles her. Dann die Variante, ich nenne es gerne das Hemd Muschel. Dann haben wir so eine Art Muscheldesign mit zwei verschiedenen Blautönen mit. Und selbst hier, dann haben wir quasi ganz schlicht blau auf blau das Carranger-Wappen. Das ist also einfach immer mit am Start. Oder einmal abgetaucht für die Deepish Mode-Fans unter euch oder Bestatter, je nachdem. Und wo bleibt das Lächeln? Das ist mein Lächeln.
Leg deiner mal! Auch hier wieder auf dem Schwarz ganz schlicht ein Car Ranger Logo mit drauf. Und ja, ihr merkt schon, das ist vielleicht langsam eine Verkaufsveranstaltung, aber keine Sorge, wir haben es jetzt geschafft. Zungen, Otternasen, Ozzalotmilch. Hast du Nüsse? Ich habe keine Nüsse, bedauere. Ich habe Zaunkönig, Lebern, Dachsmilch. Nein, nein, nein. Das, was ihr eben in Jeans gesehen habt, gibt es quasi auch noch eine Nummer heller. Das heißt, für jeden ist da irgendwas dabei. Aber die eigentlich interessante Geschichte, das müssen wir euch mal erzählen, ist, wie lange das gedauert hat, wie anstrengend das war, wirklich eigene Hemden mit da zu haben. Und das sind Hemden, die hochwertig von Hand gemacht wurden. Das rechtfertigt dann auch irgendwo so den Preis. Und wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr ab jetzt Hemden bei uns kaufen. Wir haben uns das quasi für die 100.000 aufgehoben, damit wir eben nicht sagen, oh ja, danke, tschüss, nächstes Video kommt. Sondern ab jetzt gibt es halt wirklich was Besonderes, nämlich eine richtige Car Ranger Hemdenkollektion. Zusätzlich gibt es natürlich auch weiterhin Kennzeichenträger. Ihr könnt Cappies kaufen, ihr könnt Hoodies kaufen, also sowas. Einfach um ein bisschen mehr Car Ranger in euer Leben mit reinzubringen, ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ihr seht auch weiterhin, gibt es ganz klassisch, so damit wir das gezeigt haben. So, jetzt fragt ihr euch ja, warum soll ich das denn alles haben? Die andere, zweite große Story, komm, wir klappen das hier mal so ein bisschen ran, das sieht bestimmt cool aus. Ich mache auch deine Dichtungen nicht kaputt. Ist, wann trägt man sowas am besten? Kalender rausholen, Smartphone rausholen, nehmt, macht euch ein zweites Fenster auf, irgendwie sowas. Den 4.9., das ist ein Sonntag, tragt euch jetzt bitte riesenfett da rot ein, schreibt hin Car Ranger Event. Vor allem an alle, bei denen wir schon mal zum Filmen waren, eintragen. Wir wollen nämlich die ganzen Autos, die wir gefilmt haben, dort zusammenkriegen. Auch viele, ganz viele andere Zuschauerautos. Und dann fahrt ihr zu einem Ort, der heißt, was? Großzimmern. Und da kommt ihr hin, das ist in der Nähe von Aschaffenburg, ist quasi so ein Dreieck, Aschaffenburg, Darmstadt, Frankfurt. Ist also verhältnismäßig zentral in Deutschland gelegen, Autobahn ist unweit und da ist grundsätzlich schon ein super Veranstaltungsgelände, nämlich das Fahrwerk. Fahrwerk klingt nach Fahren, womit fährt man da? Mit Karts. Das heißt, das ist eine Kartbahn, da gibt es auch noch Minigolf und da gibt es vor allem auch viele Parkplätze und viel Platz. Und da können wir also uns alle zusammenfinden, können lecker was essen, können schauen, wer welches Hemd hier am liebsten hat, können uns natürlich die Autos auch anschauen, man kann Kart fahren, man kann, wenn man die Familie mit dabei hat, vielleicht eine Runde Minigolf spielen, also was. Das heißt, für jeden ist was dabei. Die Details, ja, wie viel Uhr geht's los, was kostet mich dort was, was muss ich tun und so weiter, das kommt in den nächsten Wochen. Das Wichtige ist erstmal, Oh, Tim, sag doch ein Wort. Tim, was ist eigentlich deine Meinung dazu? Du hast noch gar nichts gesagt. Sag erstmal was zu 100.000. Naja, es ist krass, dass ich eigentlich so 50.000 von diesen Abonnenten miterleben durfte, konnte, mitgewirkt habe. Ja, es schallt ein bisschen. Man muss vor allem bedenken, dass die ersten 100 Abos einfach 9 Monate gebraucht haben. Und ich bin trotzdem verzweifelterweise jede Woche mit einem Stativ oder mit, das Beste ist auch viele von euch, die das Video schauen, bei denen ich zum Filmen war, ja, ist die Kamera, halt mal fest, leg los. Und inzwischen haben wir einen Tim, der hinter der Kamera steht und mit mir unterwegs ist. Das ist doch wirklich traumhaft. Und ich finde es halt wichtig, nicht nur Danke zu sagen, sondern auch zu sagen, hey, wir versuchen so viel wie möglich zurückzugeben. Weil, ja, natürlich kostet sowas ein paar Euro. Das ist jetzt aber auch nicht, dass man damit wirklich reich wird oder ähnliches. Sondern wenn wir euch dann die Geschichte erzählen, wie lange das gebraucht hat, das überhaupt auf die Beine zu stellen, wenn ihr sagt, ja, das ist dann durchaus gerechtfertigt, was da passiert ist. Und ähnliches auch bei dem Event. Also wir verkaufen dann keine Tickets wie bei Phil Collins für 78 Euro, damit du in der hintersten Reihe stehen kannst, sondern wir versuchen das halt als günstiges Familien-Community-Car-Ranger-Fest irgendwo aufzusehen, damit einfach alle mal zusammenkommen. Und deswegen den 4.9. beim Fahrwerk Großzimmern schon mal eintragen. Details folgen dann nach und nach. Und das Wichtige ist ja auch, warum sollte man da hinkommen? Car-Changer läuft ja immer noch, beziehungsweise kommt dann zum Ende. Das heißt, wir haben ja angefangen mit einem ziemlich fertigen A3, mit dem ich nicht mal eine Probefahrt machen durfte, weil es dem Händler so egal ist, und haben uns dann hochgearbeitet und haben also ein Bunch of Money zusammen und können mit dem Geld losziehen, können ein Auto kaufen und einer von euch, der da ist, wird mit dem Auto dann nach Hause fahren. Auch da, die genauen Regularien kommen dann noch. Das heißt, auch die, die am Anfang mit gespendet haben, sollen ja quasi einen leichten Vorteil zumindest bekommen. Aber jeder, der dort ist und volljährig mit einem Führerschein, hat die Chance, damit nach Hause zu fahren, ohne was noch zusätzlich zu bezahlen. Und das finde ich persönlich, ist doch Grund genug, den 4.9. bei euch einzutragen. Und ja, vorher könnt ihr euch auf jeden Fall, ja wie gesagt, ab jetzt schon mit ein paar Hemden, die kann man natürlich auch ein bisschen schöner drapieren. Tim, was ist dein Lieblingshemd von all denen? Das von der Hochzeit. Tim nimmt das von der Hochzeit. Weil es einfach sehr klassisch ist. Also sowas würde ich auch
zu schickeren Anlässen einfach tragen. Ich wollte sagen, Tims Modeempfehlung wäre also dieser blaue Jeansstoff von Car Ranger. Ist dann hier innen auch in diesem Jeansstoff gehalten, schwarze Knöpfe mit oder so. Auch Knöpfe sind bei allen ein bisschen unterschiedlich, damit das Ganze farblich passt. Und auch hier auf dem Jeansstoff natürlich, jetzt hat sich ein Faden eingeschlichen, so, gibt es dann das Ganze hier so schön mit abgesetzt. Und das ist unser großes Festival der guten Laune. Was wir jetzt noch für Ideen haben ist, und da könnt ihr mal was sagen, wir haben zum Beispiel mal einen 850 gefilmt, das ist das meist geklickte Video überhaupt. Meine Idee wäre, lass uns das doch mal in neuer Qualität so richtig schön zur Feier des Tages nochmal machen. Oder was wäre das, wo ihr euch was wünscht? Weil wir haben auch überlegt, oh, macht man es nochmal ganz low, wie so bei dem ersten Auto, was bringt man nochmal zusammen? Aber eigentlich ist doch viel besser, so die Bombe platzen zu lassen, dass ihr Hemden kriegen könnt, dass ihr zu dem Event kommen könnt und dass es endlich richtig was zu feiern gibt für alle Beteiligten. Von daher danke fürs Zuschauen hier. Ihr habt so eine Sekunde zumindest den A6 von Tim gesehen. Ja, wollen wir der noch was? Immer noch gefahren wird, übrigens mit jetzt 10.000 Kilometern mehr schon. Und wir sind auch quasi an einer Ecke von Deutschland, nicht in Großostheim, sondern in Dresden und du bist mit 9 Litern Verbrauch hergefahren. Ja, das also für alle Menschen, wo sagen, V8 im Alltag ist nichts. Ja, ihr habt recht. Was? Fahr ihn aber auch nicht im Alltag. Ja, aber so auf den langen Strecken ist das doch ein durchaus angenehmes Auto. Ja. Und deswegen schwingen wir uns in dieses durchaus angenehme Auto, filmen noch was. Natürlich immer in der Car Ranger Kollektion ab jetzt. Und von daher sehen wir uns im nächsten Video, was je nachdem, was gerade für einen Wochentag oder für eine Uhrzeit bei euch ist, sehr bald sein kann. Und bis dahin immer gute Fahrt und ciao.